Agility Works. Leidenschaft und ergebnisorientierte Innovation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Integrität. Heute und für die Zukunft. 2018 fand die SD-Works Personaltagung hier im Kongresszentrum Würzburg statt. Um unseren Gästen das Motto Mehr Zeit für Zukunft auf eine sehr spannende Art näher zu bringen, hatten wir Deutschlands bekanntesten Piloten eingeladen, der am zweiten Veranstaltungstag seine Keynote hielt. Maximaler Schub für Ihren Erfolg. Sicher führen, klar entscheiden. Erleben Sie Philipp Keil jetzt im Interview. Ja, ein Pilot als Keynote-Speaker auf einer Personaltagung. Über was haben Sie gerade gesprochen? Ja, es ging heute darum, was macht den Unterschied zwischen Crash und Punktlandung, am Boden wie in der Luft. Und wenn man sich mal anschaut, was machen Piloten, die treffen Entscheidungen, die müssen auf den Punkt kommunizieren und die müssen auch mit plötzlichen Veränderungen eben souverän umgehen, ja, das im Team lösen. Und da sehe ich auch direkt die Parallelen zu den Personalern, die mit den gleichen Voraussetzungen ausgestattet, wie wir in einem Cockpit. Die müssen aber auch genauso mit plötzlichen Veränderungen umgehen können. Und da habe ich so einen kleinen Einblick gegeben, so einen Perspektivenwechsel in die Welt der Luftfahrt. Was können Personaler von Piloten lernen? Was haben ein erfahrener Pilot und ein Personalleiter gemeinsam? Ja, Piloten müssen am Ende des Tages unter Zeitdruck schwierige Entscheidungen treffen. Sie müssen auch mal schaffen, aus ihrer täglichen Routine auszubrechen, nämlich immer dann, wenn wir zum Beispiel mit schwierigem Wetter zu kämpfen haben oder einen Systemausfall im Cockpit haben. Da müssen wir als Team gut zusammenarbeiten, wir müssen als Team gut kommunizieren, wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und ich glaube, das sind auch so diese Aufgaben, die jeder Personaler aus seiner täglichen Arbeit kennt. Und da wollte ich heute so einen kleinen Perspektivenwechsel geben, so einen Einblick in die Welt der Luftfahrt, den man normalerweise als Passagier, wenn man hinten sitzt, nicht bekommt, um zu zeigen, wie wir solche Probleme angehen im Alltag. Was empfehlen Sie in stressigen Momenten oder gar Tagen, um dennoch positiv mit der Arbeit umzugehen? Also zunächst mal müssen wir darauf achten, dass wir selber uns nicht stressen lassen. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Was passiert da draußen in meiner Umwelt, um mich herum? Und wie weit lasse ich das an mich ran? Und gerade in solchen schwierigen, stressigen Situationen wird das Team ganz besonders wichtig. Ja, wenn man es schafft, sich hier gut zu unterstützen, dann kann man ein Stresslevel abbauen und gemeinsam eine Lösung finden. Wir kennen das alle. Gemeinsam ist es immer einfacher, als wenn man auf sich alleine gestellt ist. Und ich glaube, wir machen im Alltag oft den Fehler, dass wir immer versuchen, das mit uns selber auszumachen und nicht Hilfe zu holen, nicht nach Rat zu fragen. Und im Cockpit funktioniert es nur zu zweit. Und das ist so dieser Impuls, den ich heute geben wollte. Hört man eigentlich den Applaus noch bei einer guten Landung? Ja, man hört den Applaus und ich persönlich freue mich immer sehr darüber. Ist ja schön, wenn die eigene Arbeit dann auch wirklich wertgeschätzt wird von den Passagieren. Und ich glaube, das ist für alle Lebensbereiche auch ganz wichtig im Übrigen, dass man auch diesen Erfolg zulässt. Ja, diese Wertschätzung, dass man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen kann und solche schönen Momente dann auch mal entsprechend genießt. Das ist gut für das eigene Befinden, ja, für das eigene Selbstvertrauen. Und das hilft einem dann im Übrigen auch in so Phasen des Lebens, wo dann nicht ständig geklatscht wird und wo man dann auch mal durch turbulente Zeiten durchkommen muss. Dankeschön. Mehr Informationen zu SD-Works-Lösungen, zu Seminaren und Events erhalten Sie hier. SD-Works. Leidenschaft und ergebnisorientierte Innovation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Integrität. Heute und für die Zukunft. Caridio Image und Eventfilmproduktion.